Willkommen in Gemünden. Dies ist ein Expresszug nach Aschaffenburg mit Halt in Lohrbahnhof und Heigenbrücken. Damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Trainsimworld. So, es geht wieder los. Wir fahren los nach... Wo sind wir jetzt hier? Nach Gemünden, ne? Nee, nach Aschaffenburg fahren wir. Von daher müssen wir das Ganze dementsprechend auch richtig einstellen diesmal. Deswegen machen wir jetzt mal gleich hier. So, und gehen wir hier an hier. Nicht einsteigen. Nö. Nach Aschaffenburg. Wundervoll. So, wir sitzen. Richtungswende auf vorwärts, bitte. Und Bremsschlüssel auf an. So, die Fahrgäste einsteigen lassen. Kollege fährt hier gerade ein. Und wir haben Ausfahrt mit 60. So, wir machen das Licht natürlich noch an. Bremse lösen, Signal normal, reduziert. Das passt, das können wir lassen. Spitzen fahren, das ist auch okay. Führerstand, Fahrlicht können wir anmachen. Brauchen wir aber nicht, ist eigentlich hell genug hier. Und von daher, ja, können wir eigentlich warten, bis die Fahrgäste zugestiegen sind. Und dann können wir losfahren. Wir gucken mal. Nö, das ist hier alles gut. So, warte bis 17:35 Uhr. Guck mal gerade, er ist auch die richtige Bremse eingestellt. Wundervoll. Ja, man muss ja mal erst alles testen, wenn man Zug übernimmt. So, Türe zu. Ich will nicht, dass mir hier irgendwer hier über die Schulter guckt. So, nachher steigt hier noch irgendwer ein. Muss ja nicht sein, ne? Ein weiterer Tag mit einer weiteren Schicht. Türen verriegeln, alles klar. Tür, wir verriegeln. Oh, das ist, da geht's schon los, echt. Alle verriegeln. So, und schließen. So, jetzt müssen wir erstmal die Bremsen lösen hier. Und jetzt aber. Mit 60 geht's weiter. Lohrbahnhof, nächste Halt in 10 Kilometer. Ganze Aufgabe dauert heute irgendwas mit 40 Minuten oder so. Ja, also habt ein bisschen Zeit mit. Muss aber sagen, Frames, die geht hier gerade ein bisschen in den Keller, wa? Also, hat er ganz schön zu tun hier. Dafür, dass wir das Ganze auf der PS4 Pro spielen, läuft das nicht gerade ruckelfrei. Uhr ist unser nächster Halt. Mal gucken, was schaffen.
So, jetzt sind wir gleich 130. In 4 Minuten sollen wir 5,7 Kilometer, das schaffen wir nicht. Ey, ich bin sofort losgefahren, ja. Jetzt müssen wir ganz schön Bambude machen hier. Oh, jetzt habe ich leider nicht aufgepasst. Was stand denn da jetzt? Oh nein, da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. 130. Das zeigte mir Gott sei Dank oben rechts nochmal an. Kilometer haben wir noch schon unser Bahnhof. Wahnsinn, hätten die gedacht, dass wir das schaffen?
So, da können wir uns ja schön ausrollen hier. So, rechts entriegeln und die Fahrgäste können einsteigen. So. Nach Aschaffenburg. So muss das sein. So sieht es auch ganz gut aus. RB Aschaffenburg Hauptbahnhof. Ja, dass wir das schaffen, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Bis 45 warten. So, die Türen alle verriegeln. Um 57. So, Ankündigung für die 100. Hatte wieder kein Speed hier. So, jetzt so, 120 dürfen wir gleich.
Ja, so sieht es also aus. Das sind so die 2 von 5 Aufgaben insgesamt, die man ja hier fahren kann in Transom World mit Passagierzüge. Es gibt natürlich auch Güterzüge, aber die interessieren mich tatsächlich gar nicht so. Müssen wir mal gucken, was wir denn in Aschaffenburg dann vielleicht dann einfach den Fahrplan mal benutzen oder so, damit wir vielleicht noch ein bisschen was sehen können. Aber wenn nicht, haben wir auch noch so die ein oder andere Karte, wo wir natürlich alle Personenzüge fahren können. Ich versuche ja auch wirklich auf dem Kanal wirklich nur die Personenzüge zu fahren, ne, damit das Ganze also ein bisschen zum Kanal passt, so ÖPNV-Simulation. Ne. Und ja. Deswegen wird es hier in der Regel in der Playlist von Transom World oder auch beim Train Simulator oder ne, werden wir da keine Güterverkehr groß fahren. Das hatte ich auch schon im Train Simulator mal gesagt gehabt, dass ich da so ein bisschen drauf achte, dass wir das da auch nicht so verfolgen. Und ja, nur dass ihr da Bescheid wisst, ja, nicht dass ihr euch wundert, ja, aber es gibt doch 5 Aufgaben, warum machst du nur 2? Ne? Also das ist eigentlich die Begründung, dass ich hier wirklich nur Personenverkehr machen möchte. Und Güter so, ja, eher weniger. Wir haben ja auch noch die S-Bahn in Leipzig. Könnt ihr auch mal machen. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, also Transom World habe ich auf dem PC nicht wirklich groß gespielt gehabt, weil ich da halt den Train-Simulator habe. Hab zwar auch die Strecken halt schon fast alle für Transom World auf dem PC, aber irgendwie hat mich das halt nie so wirklich festgehalten, wie zum Beispiel der Train-Simulator. Die Optik ist geil in Transom World. Das läuft super, ja, dafür, dass das auch extrem hübsch aussieht auf dem PC. Hier, wie gesagt, heftige Framerate-Einbrüche, schlecht performant hier. Das Ganze hier in Transom World umgesetzt hier auf der PlayStation. Ich weiß nicht, wie das ganz auf der Xbox läuft. Aber ja, Lorbeeren kann man hier nicht verteilen hier für die Version auf der PlayStation. Ich meine, man muss aber auch dazu sagen, es sieht aber auch verdammt hübsch aus auf dem PC. Also wenn du da hier wirklich auf volle Pulle spielst, ich glaube, du hast eigentlich gar keinen Bock mehr, den Train Simulator zu spielen, sondern wird es eigentlich weiter im Train Sim wird. Dich ärgert's aber, weil du eigentlich fast alles wieder neu kaufen musst, ja, für Train Sim World, ja, alles, was es so gibt. Und dann gibt es halt noch nicht mal diese Streckenvielfalt, wie zum Beispiel jetzt beim Train Simulator. Und man muss dazu sagen, es gibt keine Dritthersteller-DLCs oder sowas, weil, ja, Train Sim World, das ist irgendwie die ihre Engine nicht freigibt, dass da halt andere zum Beispiel auch irgendwelche Karten entwickeln können. Ah, finde ich schon ein bisschen link eigentlich. Hoffe, dass das irgendwann mal geändert wird. Und von daher muss man da ein bisschen so jetzt, ja, abwarten. Ich meine, das habe ich auch schon vor 1-2 Jahren, glaube ich, gesagt, da muss man jetzt abwarten, aber bis dato ist halt noch nicht wirklich viel passiert. Schade. Das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial, finde ich. Ja, das könnte man deutlich besser machen. Attraktiver. Ne?
Aber da wird sich Dovetail Games schon was einfallen lassen haben. Ich meine, es gibt ja auch den Fishing Simulator auf der PlayStation 4 und der Xbox One. Ja, einen Simulator haben sie aber vergessen. Ja, den gibt es aber auch tatsächlich gar nicht mehr. Der wird totgeschwiegen. Ja. Und das war damals der Flight School Simulator und später dann Flight Sim World. Ja. Die hatten damals auch so Train Sim World gehabt. Die findest du beide nirgendwo mehr. Die haben sie komplett aus dem Steam Store entfernt. Ich habe die Spiele beide noch da. Also ich habe eigentlich eine Rarität. Weil sie wahrscheinlich mit dem großen Konkurrenten natürlich nicht Fuß fassen konnten gegen X-Plane 11 und ja. Natürlich auch den Microsoft Flight Simulator X. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding. So, 90. So, in 1,3 Kilometer haben wir es denn. So 70. Mal weiter ausrollen lassen den Zug. So, dann haben wir unseren Halt in Heigenbrücken. Um 57. Alter, wir sind schon wieder fast zu spät hier. Dein Ernst. Shit. Das hätte... Da sind wir ein bisschen zu schnell reingefahren. So, alle Türen entriegeln und Türen öffnen. Mist. Da sind wir ein bisschen drüber geschossen. Ja. Also die erste Tür kannst du vergessen. Ja, hier kommst du raus. Ah, Mist. Da mussten wir gerade ein bisschen eilig rein. Ich meine, wir reden hier von Sekunden zu spät, weißt du? So. Wenn die Deutsche Bahn mal so reinkommen würde, dann weißt du Bescheid, ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber wie gesagt, da sind wir jetzt gerade voll reingeschossen. So, Türen entriegeln. Alle verriegeln. So, nächster Halt ist dann Endstation Aschaffenburg, 18.10 Uhr.
Oh, 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 oh. Die Concentration lässt nach, merkt er, wa? Geht bergab. Wir müssen jetzt aber abbremsen. Mit Gas geben haben wir gar nichts mehr zu tun. Nee, verbremst. Ist auch nicht so schlimm. Wir rollen eh bergab. Aber 18.10 Uhr, 9 Minuten. 13 Kilometer. Ja, da sind wir sehr, sehr gutmütig. Oh Mann. Ah, wieder verbremst. Fuck. Gut, 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 gut.
So, jetzt dürften wir gleich 140. Da kommt's. 140. Lassen gerade nur noch rollen. Ich hoffe, lasse ich jetzt hier nicht runterbremsen muss. Oh, 160 dürfen wir gleich? Ne, 150. Doch, 160. Doch, richtig gesehen. What? So, damit sind wir in Aschaffenburg angekommen. 18:10, tatsächlich. Wir sind 2 Minuten zu früh. Also wir müssen ganz schön Zeit aufgeholt haben. Wahnsinn. Wahnsinn. So, alles klar. Türen links. Oh Mann. Links entriegeln. Geöffnet. Warten Sie bis 18:10 und 15 Sekunden.
schaffen wir nicht mehr. Können uns leider nicht weiter umgucken. So, auf aus. Steigen Sie aus, um die Aufgabe abzuschließen. Gut, dann haben wir das ja auch schon wieder. Eine weitere Folge Trainsum wird hier beendet. Und ich glaube doch, die letzte für Aschaffenburg von den ja, Regionalzügen her gesehen. Ja, fand ich doch. Sie haben eine Goldmedaille bekommen. Ja, perfekto. Ja, also gibt es hier nicht mehr zu sagen. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich aber zu einer weiteren Folge Trainsum World hier selbstverständlich wieder, denn wir haben ja noch ein paar deutsche Strecken, die wir hier selbst auch noch abfahren müssen. Also freue ich mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bedanke mich und sage einfach nur Tschüss.